One, two. Why did you do it? Why did you do that thing to me? So weise ich noch einmal ausdrücklich auf die Gefahren des Projekts Bielefeld 23 hin. Das Raphael-Gelände ist schließlich ein traditioneller Standort für die Pflege und Förderung von Behinderten und keine Spielwiese für profitgeile Bauunternehmer. Ich bin wirklich zutiefst enttäuscht, Herr Höch. Gerade Sie als Leiter des Bauamts haben kein Problem damit, dass für eine Shopping-Mall sämtliche Hilfseinrichtungen für Behinderte geopfert werden. Ist doch alles Unsinn. Hier wird nichts und niemand geopfert. Ich möchte noch über weitere Probleme des Projekts Bielefeld 23 sprechen. Zum einen weisen die Pläne des ausführenden Bauunternehmens Hellwart eklatante Schwächen. Zum anderen fehlt mir die für ein solches Projekt notwendige Transparenz unserer eigenen Kosten. Und bei Kosten über 738 Millionen Euro machen wir uns doch dafür alle zu verpflichten. Dieser Kerl. Aber Sie kennen doch unseren Hausmeister. Darf er jetzt endlich bitte in Ruhe diese defekte Neonröhre auswechseln? Wenn wir schon mal essen gehen, hätte sie ruhig was Anständiges anziehen können. Bist du befördert worden, oder was? Quatsch. Ich hab mir mal was gegönnt. Das Leben ist zu kurz, um immer alles auf später zu verschieben. Finanzbeamte haben teure Wünsche. Aber solange du uns noch einladen kannst... Ach ja, da bin ich übrigens nicht dabei. Warum das denn? Ja, mein Juristenkongress. Ich musste auf einen früheren Flug umbuchen. Schade. Das neue Restaurant im Hafen ist echt super. Ja, eine kostenlose Woche in Toronto auch. Also Jungs, macht keinen Scheiß, wenn ich weg bin. Jedenfalls keinen großen. Tschüss. Sie weiß nicht, was ihr entgeht. Ich esse einfach für sie mit. Wilsberg. Hallo, Manni. Wo bist du? Mal typisch. Jetzt hätten wir mal ein bisschen Zeit gehabt, es uns gut gehen zu lassen und wer funkt wieder dazwischen? So oft ruft Manni auch nicht an. Trotzdem, irgendeinen Ärger macht er immer. Außerdem waren wir gerade erst in Bielefeld. Na und? Euer Treffen ging in die Hose. Schon vergessen? Außerdem habe ich keine Lust. Für dich. Wilsberg. Hallo, Anna.
Ja, ich kann mir vorstellen, wie langweilig so eine Kur ist. Dich besuchen? Ich das auch noch. Anna, das geht nicht. Ich bin mit Ecki unterwegs in Bielefeld. Wegen Manni. Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Naja, ist schon eine Weile her. Wieso? Ja, die Leute sind oft ziemlich erschrocken, wenn sie jemanden in diesem Zustand abholen. Da erkennen wir selbst alte Bekannte kaum wieder. Mensch, Manni. Hab's ja gesagt. So ein Anblick ist schwer zu ertragen. Ja, wenn man erst mal anfängt, sich gehen zu lassen. Ich hätte dich wohl doch öfter mal besuchen sollen. Georg? Hallo, hier bin ich. Na endlich. Wir haben heute einfach zu viele Manfreds. Ja. Warum hast du denn nicht Alex mitgebracht? Die sind in Toronto. Beruflich. Und ohne Ecki wäre ich nicht so schnell nach Bielefeld gekommen. Versuchte Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ich weiß, es hört sich gar nicht gut an. Aber die haben 2 CB in deinem Blut gefunden. Was? Eine synthetische Droge. Wirkt antriebssteigernd, löst aber in zu hohen Dosen Halluzinationen aus. Wahrscheinlich bist du deshalb zuerst auf den Hausmeister losgegangen und dann auf deine Kollegen. Ich erinnere mich nur noch an eine flackernde Neonröhre. Wir sollten ihn noch ein paar Tage hier lassen. Vielleicht kommt die Erinnerung dann zurück. Ja. Sag mal, bist du immer noch eifersüchtig, nur weil ich Georgs bester Freund bin? Wahr. Ach, wirklich? Nimmst du diese Drogen freiwillig? Georg, ich liege schon nach 2 Gläsern Rotwein unter den Tisch. Muss ihm jemand heimlich verabreicht haben. Sollte vielleicht die Bielefelder Polizei rausfinden. Ist das alles? Ich kann gern noch mal lachen. Ha! Ist eine vernünftige Antwort zu viel verlangt? Die Ausreden solcher Sesselkleber stehen mir bis hier. Jahrelang den Diktator im Schnellhefterland spielen reicht irgendwann nicht mehr. Die wollen dann auch mal auf den roten Teppich. Bisschen Promipuder in die Nase oder irgendeine andere Form der Schluckimpfung zur Formbeschleunigung. Und wenn sie den Karren dann gegen die Wand fahren, dann waren sie selber nie schuld, sondern ziehen immer sofort die Opferkarte. Kommissar Dreschhake. Dreckshage mit... Und wenn hier einer glaubt, der kann meinen Namen wahnsinnig originell veralbern. Ich habe schon alles gehört. Und das hier ist eine echte Pistole. Sagen Sie mal, geht's noch? Wenn Sie nicht gleich anfangen zu ermitteln, dann werden wir uns über Sie beschweren. Bitte. Diese Provokationen bringen uns doch nicht weiter. Bestimmt wollen wir alle dasselbe. Der Wahrheit zum Sieg verhelfen. Ruf mal sofort einen Notarzt. Hier erstickt gerade jemand an einem Kalenderspruch. Tag. Das ist... Mein Name ist Nguyen Thuong Nhi. Gesundheit. Schöner Name. Dafür ist Ihre Visitenkarte in DIN A4 und braucht Untertitel. Er hat ein Problem mit der Größe. Nicht nur bei Visitenkarten. Sie können uns bestimmt weiterhelfen. Meine Assistentin... Partnerin? Drängt sich gern mal vor. Ich mach die Arbeit. Er sorgt für die Disziplinarbeschwerden. Die Welt braucht mutige Querdenker. Mehr denn je. Und Sie sind? Interessiert an der Frage, warum dem Leiter des Bauamts eine synthetische Droge eingeflößt wurde. Eingeflößt? Haben Sie dafür Beweise? Null und nulliger. Er dachte nur, er marschiert hier mal mit seinen Freundinnen auf und kann ein bisschen Eindruck schinden. Ich werde Ihren Hinweis mit meinem Kollegen besprechen. Ausführlich. Bis ins kleinste Detail. Oder bis einer von uns eingeschlafen ist. Ich hoffe inständig, ich habe hier bei niemandem irgendwelche Gefühle verletzt. Ja, ja. Sie uns auch. Chef, schon einen Schatten gefunden? In der Kur meine ich. Ein Kurschatten. Ja, viel Arbeit.
unmenschlich viel Arbeit. Ja, aber ich habe alles im Griff. Das ja! Wissen Sie, man muss die Arbeit nur richtig delegieren. Wie? Mich delegieren? Wohin? Hat Merle nicht angefangen, da zu studieren? Tja, Manni, wir müssen jetzt leider wieder zurück nach Münster. Ach so. Ich würde dich ja nicht in so einem Schlamassel sitzen lassen. Tschüss. Wir bleiben natürlich gerne, um dir zu helfen. Was? Na ja, Junge, teurer Zwirn. Steuerfahnder finden ihn wohl mehr, als ich dachte. Aber nicht so viel wie der Leiter des Bauamts. Trotzdem wolltest du mal aussehen wie jemand in einer Führungsposition. Ich wollte einfach nur meine Garderobe mal ein bisschen auffrischen. Typisches Zeichen für eine Midlife-Crisis. Hast du ja schon lange hinter dir. Leute! Verdammt nochmal. Was jetzt? Lädst du uns noch ein Problem auf? Ich muss sofort zu Herrn Hellwart. Hellwart? Wer ist denn das? Jemand, der mich am liebsten sofort umbringen würde. Da ist vielleicht doch was dran. Sag ich doch. Diese billigen Schreibtischsessel sind das reinste orthopädische Gift. Selbst wenn man da nur mal kurz drauf einschläft. Eigentlich meine ich die Sache mit diesem Manfred Höch. Irgendwas ist da faul. Hier. Einkaufszentrum auf dem Raphael-Gelände. Also, geschmackloser geht's ja wohl nicht. Bei dem Presseecho wird das Projekt sicher abgesägt. Ne? Ist doch gut so. Ja, aber finden Sie das Ganze nicht seltsam? Was ist, wenn dahinter eine Intrige steckt? Wenn Höch und seine Freunde doch recht haben und jemand ihn loswerden will? Also wissen Sie, das sind so Fragen, die einem den ganzen Feierabend versauen können. Ja, einer muss die ja stellen. Und warum müssen das ausgerechnet Sie sein? Im Bauamt randaliert? Nun, ihr sollt nicht alles glauben, was im Internet steht. Fake News. Dann standen Sie nicht unter Drogeneinfluss. Doch, aber... Ihre Kollegin Frau Becker sagt, die Polizei hat sie festgenommen. Die liebe Frau Becker. Aber wie Sie sehen, bin ich schon wieder frei. Von mir aus hätten die Sie für immer wegsperren können. Wie konnten Sie nur jetzt schon der Presse von unserem Projekt erzählen? Und dann auch noch so völlig sinnentstellt. Ich habe damit nichts zu tun. Verdammt nochmal, ich verliere einen Subunternehmer nach dem anderen. Keiner will mehr mit Bielefeld 23 in Verbindung gebracht werden. Natürlich nicht, aber... Ich werde beschimpft, ein unmoralisches Monster zu sein. Jemand, der mit einem drogensüchtigen Bauamtsleiter Millionen scheffeln will, zu Lasten kranker und behinderter Menschen. Ich werde dafür sorgen, dass das restlos aufgeklärt wird. Nein, nicht Sie. Die Staatsanwaltschaft. Ja, die hat nämlich auch schon angerufen. Das ist doch prima. Prima? Wenn Sie nichts Unrechtes getan haben. Naja, eine Behinderteneinrichtung platt machen für ein Einkaufszentrum? Ja. Ich habe dir doch gesagt, das Einkaufszentrum wäre nur ein winziger Teil des Projekts gewesen. Wir wollten eine neue, große Pflegeeinrichtung bauen, mit jeder Menge bezahlbarem Wohnraum und eben auch Einkaufsmöglichkeiten. Wer sind die beiden überhaupt? Herr Wilsbeck und Herr Thalkötter sind private Ermittler, die uns ganz schnell helfen werden. Ach, und wie? Wer könnte denn Interesse daran haben, Ihr Bauunternehmen zu ruinieren? Ich pflege ein sehr kollegiales Verhältnis zu meinen Konkurrenten. Leben und leben lassen. Na, vielleicht war es ja kein Zufall, dass der Bielefelder Blick die Sache in die Schlagzeilen gebracht hat. Das ist eine journalistische Pflicht. Und mit dieser Zeitung hatte ich auch noch nie Probleme. Du denn? Ich? Nein. Ich bin eigentlich bei jedem beliebt. Namen Frau Dorn? Namen Frau Becker. Ist ja ganz schön was los hier heute, hm? Da sagen Sie was. Und ausgerechnet der Herr Höch. Ich arbeite ja schon seit Jahren für den. Und Sie hatten nie das Gefühl, mit dem stimmt was nicht? Auch nicht in letzter Zeit? Die Staatsanwaltschaft wollte den gesamten Mailverkehr des letzten Jahres. Außerdem alle Unterlagen zu Bielefeld 23. Na, da bin ich ja gespannt. Und Ihnen ist wirklich nie was Verdächtiges aufgefallen? Wenn ich was diktiert bekomme, achte ich doch nur auf Rechtschreibfehler. Bewerten kann ich diese ganzen Projektempfehlungen sowieso nicht. Die Staatsanwaltschaft wird Sie trotzdem verdächtigen.
Tja, an Ihrer Stelle würde ich mich jetzt einfach kooperativ verhalten. Auf Herrn Hüsch dürfen Sie jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Wir alle müssen jetzt an unsere eigene Zukunft denken. Schönen Feierabend, Herr Lückewille. Wenn die Staatsanwaltschaft gegen dich und Hellwart ermittelt, was könnten die finden? Nichts. Ich habe mich immer korrekt verhalten. Deshalb mussten sie mir auch diese Droge irgendwo reinmischen. Sonst wäre ich doch nie öffentlich ausgerastet. Die Frage ist doch, will dir jemand persönlich schaden oder Bielefeld 23 verhindern? Ich habe mal nachgeschaut. Der Journalist, der den Artikel im Bielefelder Blick geschrieben hat, heißt Walter Wallraff. Irrewitzig. Kannst dir bald mein eigenes Handy kaufen. Anna? Ja. Ja? Hallo Anna. Psst. Vielleicht könnte sie uns auch helfen. Sie ist auf Kur. Deinetwegen? Ja, Anna, ich weiß, dass Merle Psychologie in Bielefeld studiert. Aber ich habe keine Zeit, auch noch den Babysitter für dein Patenkind zu spielen. Frag Overbeck. Der hat eh nie was zu tun. Tschüss. Es muss doch irgendjemand im Bauamt geben, der dich fertig machen will. Wieso muss es da jemand geben? Was ist mit deiner Sekretärin? Frau Dorn? Nein, die finde ich mich ganz reizend. Und deine Kollegen? Also, Margot vielleicht, Margot Becker, die war von Anfang an gegen Bielefeld 23. Vor allem, dass das für mich ein Erfolg werden könnte. Vielleicht will sie mich rausekeln, um selber Chefin zu werden. Dann hören wir uns morgen mal im Bauamt um. Vergiss es, wenn Margot Becker das Ganze eingefädelt hat, wird sie alles dafür tun, damit niemand sie verrät. Das lass mal unsere Sorge sein. Ging ja schnell. Was? Ja, wie? Bist du nicht der Neue? Der Neue? Hausmeister. Die da oben haben gesagt, sie kümmern sich zeitnah um den Neuen. Und da ist er schon. Und? Und was? Langzeitarbeitsloser oder Hartz IV? Beides. Doppelverdiener. Wo finde ich denn Werkzeug und so? Horst wollte ihn immer mal aufräumen. Horst? Na, dein Vorgänger. Ah. Weshalb hat er eigentlich gekündigt? Wollte sich eben nicht nochmal von diesem Idioten anpöbeln lassen. Von welchem Idioten? Hast du nicht mitgekriegt? Nee, was denn? Na, so ein Fuzzi von oben. Er war voll auf Droge. Ging ab wie Sau. Aha. Das ist ein Riesenarschloch. Hat unser Eins immer behandelt wie den letzten Dreck. Echt? Kannst froh sein, dass du den nicht mehr aushalten musst. Ja. Was soll das? Wieso laufen Sie denn hier mit einem Foto von mir rum? Ich bin... Von der Staatsanwaltschaft? Nein, ich... Hab Sie aber hier noch nie gesehen. Das ist auch heute mein erster Tag. Mein Name ist... Damit das klar ist, ja? Ich stehe nicht auf solche Annäherungsversuche. Da nützt auch Ihr Dackelblick nichts. Frau Dorn, es steht immer noch jemand auf meinem Behindertenparkplatz. Wollten Sie sich nicht darum kümmern? Doch, natürlich. Ich wurde nur von diesem Herrn... Talkötter. ...aufgehalten, ja. Ich stehe übrigens nicht auf Ihrem Parkplatz, falls... Warum hat er denn ein Foto von Ihnen? Hallo? Datenschutzgrundverordnung? Noch nie was von gehört? Ich kann das erklären. Ja, ja, ja. Ich hatte auch schon mal einen Stalker. Verschwinden Sie hier oder wir rufen die Polizei. Na? Merle, ich bin's, Ecki. Ich bin zufällig in Bielefeld. Wollen wir nicht einen Kaffee trinken gehen? Am besten jetzt sofort. Ja, ich war von Anfang an gegen Bielefeld 23. Bezahlbarer Wohnraum. Das ist doch meist nur eine Floskel, hinter der sich in Wahrheit Luxuswohnungen für Großverdiener verbergen. Einen Moment, Herr Staatsanwalt. Tag. Was ist? Ich muss kurz die Heizung überprüfen. Ich bin am Telefonieren. Ja, ich mache ja auch ganz schnell.
Tja, also als ich hier angefangen habe, da war Herr Höch noch ein sehr freundlicher und angenehmer Mensch. Aber in den letzten Monaten hat er sich immer mehr verändert. Ja, er wurde launisch, manchmal sogar aggressiv, hat sich immer mehr von den Kollegen zurückgezogen, wichtige Termine vergessen. Wissen Sie, ich gebe ja nichts auf Gerüchte, aber es passt einfach alles. Wenn jemand Schulden hat und anfängt zu trinken, dann fallen eben nach und nach alle Hemmungen. Ja. Was willst du denn hier? Begrüßt man so alte Freunde? Sag bloß, meine Patentante hat dich verdonnert, auf mich aufzupassen. Sie hat längere Zeit nichts von dir gehört. Und jemand, der zum ersten Mal auf eigenen Füßen steht? Jetzt hör mal gut zu, Ovi. Das Psychologiestudium macht mir total Spaß. Ich habe eine hübsche Wohnung, nette Kommilitonen, einen richtig coolen Job zum Geld verdienen. Mir machst du nichts vor. Ich weiß, wie das ist, wenn man studiert. Wohnen in einem muffigen kleinen Zimmer bei einer älteren Dame, die einem ständig trockenen Kuchen aufzwängt. Arrogante Kommilitonen, die nichts mit einem zu tun haben wollen. Jobs, die man nur annimmt, um zu überleben. Auch wenn sie einem den letzten Rest an Würde rauben. Ja, war nett, mit dir zu plaudern. Tschüss, sag einen lieben Gruß an Anna. Moment. Du verheimlichst mir doch irgendwas. Wenn du in Schwierigkeiten bist, es gibt kein Problem, das ich nicht mit einer Dachlatte lösen könnte. Ja, ich weiß, Ovi. Für den Mann mit dem Hammer ist jedes Problem ein Nagel. Was machen Sie da? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der neue Hausmeister. Und was machen Sie hier in Herrn Höchs Büro? Das Fenster ging nicht auf. Kein Wunder. So verklemmt, wie der immer war. Dass du da bist. Danke, dass das so schnell geklappt hat. Ja, ich hoffe nur, Anna hat dich nicht auch noch geschickt, um mal nach dem kleinen Patenkind zu sehen. Sag bloß, sie hat wirklich bei Overbeck angerufen. Du weißt also davon? Naja. Mann, ich habe mich so gefreut, dass mich hier endlich mal niemand bevormunden kann. Ja, Bielefeld ist wohl nicht weit genug weg von Münster. Keine Sorge, ich will was ganz anderes von dir. Ich brauche deine Hilfe. Naja, so viel zum Thema ganz spontane Einladung zum Kaffee. Mist. Ich fahre immer selber. Heute nicht. Ich bin dein Onkel. Hast du gehört? Dein Onkel. Oh, hallo. 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 Er ist mein Onkel. Aha. Ja, deshalb hatte ich auch das Foto von Ihnen, weil mir jemand gesagt hat, Sie seien die Behindertenbeauftragte. Ja, das stimmt. Ich versuche seit 2 Wochen ein Praktikum für Merle hier im Bauamt zu besorgen, aber leider ohne Erfolg. Warum das denn? Tja. Was? Echt? Ah, da werde ich aber noch mal mit der Personalabteilung sprechen. Oh, das wäre echt super von Ihnen. Oder, Merle? Wow. Dann bräuchte ich noch ein Foto, Lebenslauf und sowas von Ihnen. Kriegen Sie alles. Aber wir müssen jetzt zum Arzt. Wollen wir uns vielleicht später treffen? Beim Italiener hier um die Ecke? Ja, meinetwegen. Gut. Sagen wir 7? Lieber 6. Gut. Ihre Nichte. Die Nichte. Ach so, ja. Tschüss. Merle! Ah ja, so ist richtig. Immer schön Belastungsmaterial vernichten. Wie bitte? Kripo Bielefeld.
Ich bin Kommissarin Metonier. Und ich bin Ihr größter Albtraum. Ein Bulle, der ohne Erlaubnis sofort riecht, wenn was faul ist. Was unterstellen Sie mir? Wir sind nur hier, um Sie zu Manfred Höch zu befragen. Was soll ich sagen? Das Ganze ist für mich und meine Firma ein Riesendesaster. Tja, das ist ja auch echt schade, dass Sie jetzt nicht all die Behinderten vom Raphael-Gelände vertreiben können, nur um dann eine fette Shopping-Mall hinzupflanzen. Das war nie unsere Absicht. Aber wenn Sie diesen Schwachsinn vom Bielefelder Blick verbreiten, dürfen Sie sich auf eine Anzeige wegen Rufschädigung freuen. Und wer hat in Ihrer Meinung nach das Gerücht in die Welt gesetzt? Was weiß ich denn? Ich bin hier genauso ein Opfer wie Herr Höch. Das Ganze ist bestimmt eine Verschwörung. Oh, jetzt fangen Sie hier mal nicht mit irgendwelchem Verschwörungsgedöns an. Ich hasse solche Theorien. Solche wie Bielefeld gibt's gar nicht? Ich bleibe jedenfalls dabei. Manfred Höch macht uns allen nur was vor. Und wenn mir eins im Leben richtig Spaß macht, dann aus solchen Typen mal so richtig die Luft rauszulassen. Und einmal für Frau Heinz, bitte. Ja, danke. Nee, ne? Merle? Erst Ovi, dann Ecki und jetzt auch noch Sie? Hat meine Helikoptertante nichts Besseres zu tun, als mich zu überwachen? Hat dann auf Ecki gehört und Oberbeck hergeschickt. Na, ist ja auch egal. Was machst du hier? Geld verdienen fürs Studium. Mhm. Und wieso durchsuchen Sie meinen Schreibtisch? Deinen Schreibtisch? Walter Wallraff? Ja, Waltraud wäre mir auch lieber gewesen. Aber mein Chefredakteur wollte unbedingt ein männliches Pseudonym. Dann hast du also diesen Artikel über Manni Höch vom Bielefelder Bauamt geschrieben. Na klar. Behinderte über den Tisch zu ziehen, finde ich nämlich aus irgendeinem Grund gar nicht gut. Wer sagt dir, dass Manni sowas vorhat? Sagt eine Insiderquelle. Und wieso nennen Sie Herrn Höch Manni? Kennen Sie sich privat? Ist ein guter Freund von mir. Und Anna mag ihn auch sehr. Wenn es so ist, dann liefern Sie mir die nötigen Beweise und ich schreibe sofort einen neuen Artikel. Zeig mir mal die Falschinformationen, die deine Quelle dir geliefert hat. Sind Informationen automatisch falsch, nur weil sie ihrem Freund nicht gefallen? Wenn sie auf Fakten beruhen, dann ist mir egal, ob sie meinem Freund gefallen oder nicht. Wenn du mir hilfst, eine Verschwörung aufzudecken, dann könnte das dein Gehalt hier aufbessern. Und außerdem halte ich dir deine Patentante vom Hals. Wilsberg? Oberbeck. So, jetzt mal raus mit der Sprache. Ist man nicht mal in Bielefeld vor Ihnen sicher? Niemand ist nirgendwo vor mir sicher. Sprachlich nicht ganz einwandfrei, aber zutreffend. Woher wissen Sie, dass Merle hier arbeitet? Wusste ich gar nicht. Ich weiß doch, was hier läuft. Aber dass das klar ist. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Merle wieder für Ihre Detektivspiele einspannen. Die soll hier in Ruhe studieren. Dafür gehen Sie ihr dann auf die Nerven. Ich? Auf die Nerven? Ich bin Ihr Beschützer. Beschützer? Ich glaube, Sie brauchen eher selber einen. Vor wem? Vor dem kleinen Irren da oben. Da oben? Hm? Irren ist menschlich. Es hilft mir sehr, Sie zu verstehen, Oberbeck. Schönen Feierabend, Herr Lückewille. Nee, danke, danke. Und warum genau möchte Ihre Nichte ein Praktikum im Bauamt machen? Vielleicht, weil ich in nächster Zeit auch dort zu tun habe. Als was? Ich arbeite für die Firma Ludgeri Consulting, Qualitätsmanagement.
nachprüfen, ob alles nach Vorschrift läuft. Ich nehme mal an, das ist eine Reaktion auf die Sache mit Herrn Höch. Dazu darf ich nichts sagen, aber Drogen am Arbeitsplatz. Ja, ich bin auch selber total geschockt. Ich meine, ich bin seine Sekretärin. Mir ist nie was in die Richtung bei ihm aufgefallen. Nie. Andererseits. Andererseits? Ich kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Da ist so einiges gelaufen, was nicht in Ordnung war. Ach. Scheiße! Kommissar Dreckslager. Kommissar Unterdeck. Was führt Sie denn wieder in unser schönes Bielefeld? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zeit für Pausenclowns. Finden Sie das witzig? Was sagt Ihnen der Name Wilsberg? Genug, dass ich Ihnen vielleicht ein paar Sekunden zuhöre. Sie hatten also mit ihm Kontakt? Gegenfrage. Warum hatten Sie mit ihm Kontakt? Wegen der Patentochter meiner Chefin. Ach, wie süß. Ist sie vom Ponyhof getürmt? Jetzt passen Sie mal auf. Merle ist eine erwachsene Frau. Ach so, sie hat ein Tattoo-Studio überfallen. Sie studiert Psychologie und arbeitet für den Bielefelder Blick. Und wenn Wilsberg ihr dort hinterher spioniert, kann das nur eins bedeuten. Gefahr. Gefahr? Was sagt Ihnen denn der Name Manfred Höch? Jetzt lenken Sie doch gefälligst nicht ab. Also gar nichts. Verdammt, ich serviere Ihnen hier eine wichtige Warnung auf dem Silbertablett. Und Sie schrauben nur in Ihrem jämmerlichen Sitzmöbel herum. Jetzt hören Sie mal zu, Sie Luftpumpe. Mit diesem Wilsberg werde ich locker fertig, während ich 100 von diesen Stühlen wieder zusammenschraube. Sie haben einfach keine Ahnung, was in Ihrem Provinznest abgeht. Verbrechenstechnisch. 340.000. Was? Die Einwohnerzahl von Bielefeld. 340.000. Und wie viel hat Münster? 310.000. Wer ist denn jetzt hier Provinz? Es geht doch nicht um Quantität, sondern um Qualität. Wissen Sie, was echt traurig ist? Mhm. Ihre Frisur. Aha. Ihre Sonnenbrille. Aber sage ich, beides. Hochmut kommt vor dem Fall. Annas Patenkind hat den Artikel geschrieben? Ja, die Informationen zu Bielefeld 23 wurden Merle anonym zugespielt. Meine Originalunterlagen? Nein, ein Memo, das das Bauvorhaben stichpunktartig zusammenfasst, aber so verzerrt, dass es für Empörung sorgen musste. Weißt du, wer im Bauamt ständig Memo schreibt? Deine Lieblingskollegin, Margot Becker. Darüber sollte Annas Patenkind mal schreiben. Oh, das tut sie ja vielleicht auch. Ich habe ihr gesagt, dass du nicht der wahre Schuldige bist und dass sie stillhalten soll, bis ich ihr Details liefere. Das aber getankt. Deine Sekretärin noch mehr. Und? Hat's geholfen? Aus Ines Sicht bist du in letzter Zeit ein Mega-Arsch. Du duzt Frau Dorn? Ja, und das wolltest du wohl auch gern. Aber sie wollte nicht. Und seitdem hättest du sie ziemlich mies behandelt. Das stimmt doch so überhaupt nicht. Frau Becker hat gesagt, dass du in letzter Zeit immer aggressiver geworden bist und unzuverlässig. Die will mich einfach fertig machen. Ines hat gesagt, du hättest dich auch immer schick ausführen lassen von Helbart. Das war ein ganz normales Arbeitsessen. Frau Becker hat auch gesagt, dass du in den letzten Wochen häufiger verspätet zum Dienst erschienen bist. Ich hatte eine schwere Erkältung. Ines meinte auch, du hättest Besuch von Frauen gehabt, die eher aussahen wie Callgirls. Also ich muss das ja bitten, das waren Vorstellungsgespräche für ein Praktikum. Auf deiner Besetzungscouch oder wie? Jetzt komm mir nicht mit MeToo. Why not him? Ecki. Ja, was denn? Herr Bauamtsleiter hat für alles eine Erklärung. Nur Verantwortung übernehmen will er nicht. Das dürfen dann wieder die kleinen Angestellten machen. Da ist aber jemand eifersüchtig, nur weil er nie befördert wird. Ich brauche keine Beförderung, nur um mein Selbstwertgefühl aufzupolieren. Der teure neue Anzug hat's aber auch nicht gebracht, oder? Du! Können wir uns jetzt mal wieder beruhigen? Und uns den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zuwenden? Wenn ich das richtig sehe, haben die doch nur deinen Computer durchsucht, oder? Meinst? Wäre doch interessant zu wissen, was Frau Becker alles so auf ihrer Festplatte hat. Wenn wir daran kommen wollen, dann müssen wir in ihr Büro einbrechen. Einbrechen? Ich bin der Hausmeister.
44-9LZG. Nee. Manni hat doch gesagt, das wäre der Code für alle Computer. Dann hat die Bäcker ihren offensichtlich geändert. Probier das doch mal. SPBG-ME-23. Und jetzt? Schwindlig. Bin wohl ein bisschen schnell hochgekommen. War wohl ein bisschen viel Wein mit Ines. Man gönnt mir ja sonst nichts. Willst du nicht abschließen? Dann weiß doch jeder, dass der Einbrecher einen Schlüssel hatte. So könnte man denken, die Bäcker hat einfach vergessen abzuschließen. Scheiße. Mensch, Ecki. Oh Mann, Georg. Mir geht's gerade gar nicht so gut. Autoschlüssel. Hm? Autoschlüssel. Fallen lassen. Wir haben gerade für dich unseren Hals riskiert, Manni. Und beinahe meinen Anzug ruiniert. Naja, Hauptsache der Lückewill hat euch nicht erkannt. Wenn er in der Dunkelheit was erkannt hat, dann höchstens Eckis Wagen. Dann haben wir aber ein Problem. Nö. Wir nehmen am Morgen einfach deinen. Was hat der Pförtner eigentlich mitten in der Nacht dort gemacht? Naja, wenn er nicht auch was gesucht hat, wollte er vielleicht irgendwas verschwinden lassen. Diese widerliche Flachpfeife, der macht bestimmt alles, wenn man ihm nur genug bezahlt. Also, wenn du immer so freundlich zu ihm warst, dann hat er auf jeden Fall einen Grund, dich in die Pfanne zu hauen. Moment mal, ich habe ihn nie spüren lassen, dass ich ihn nicht leiden kann. Nö, so etwas würde er nie tun. Du hast zumindest unwissentlich dazu beigetragen, dass du in letzter Zeit keinen guten Ruf genießt. Bin nun mal der Chef. Das ist zwangsläufig, dass ich mich auch mal unbeliebt mache. Unbeliebt ja, aber nicht unerträglich. Georg. Gibt es irgendwas, was du uns bislang nicht erzählt hast, weil es dir peinlich ist? Ich dachte wenigstens, du bist mein Freund. Freunde sagen sich die Wahrheit. Freunde vertrauen einander. Ja, dann beantworte doch einfach die Frage. Gibt's irgendwas, das wir wissen müssen, damit wir dir helfen können? Danke, aber wisst ihr was? Auf diese Hilfe kann ich verzichten. Ich bin in Bielefeld die letzten Jahre sehr gut ohne euch klargekommen. Ich brauche euch nicht. Ich brauche niemanden. Verdammt noch mal. Herr Höch? Manfred Höch? Höch? Sie sind vorläufig festgenommen unter dem dringenden Tatverdacht der Vorteilsannahme. Das ist ja wohl ein schlichter Scherz. Was soll denn das? Sie kommen jetzt erstmal mit aufs Präsidium. Aber ich bin nicht bestechlich. Hat uns etwa der Pförtner? Ecki. Ihre Aussage nimmt dann der ermittelnde Kommissar zu Protokoll. Wer soll denn das sein? Thank you.
Ah, Batman und Robin. Mal ohne Kostüm. Ihre gesunde Ernährung macht sie sicher so amüsant. Die Unverschämtheit? Die ist angeboren. So wie Ihr Feingefühl, Frau Kollegin. Apropos Feingefühl. Herrn Höch aus seiner Wohnung zu holen mit haltlosen Vorwürfen. An den Vorwürfen könnte sich selbst ein fettleibiger Fastfood-Junkie prima festhalten. Wir haben 200.000 Euro auf dem Konto von Herrn Höch gefunden. Manni war schon immer ein Sparfuchs. Ja, aber die Kohle hat er dort vor einem Monat eingezahlt. Kurz nachdem er das dubiose Bauprojekt Bielefeld 23 bewilligt hat. Herr Höch kann die Summe sicher erklären. Nö. Er hat die Aussage verweigert. Und das Flugticket nach Buenos Aires hat er auch verschwiegen. One way. Und ohne, dass er zu dieser Zeit Urlaub gehabt hätte. Ich weiß nichts von diesen 200.000 Euro. Ich habe auch keinen Flug gebucht. Und wenn ich es getan hätte, dann doch nicht von meinem Bürocomputer aus. Du meinst also, dass deine Frau Becker dahinter steckt? Ein Konto auf deinen Namen einzurichten und 200.000 Euro zu überweisen, wäre für sie unmöglich gewesen. Die Staatsanwaltschaft will überprüfen, ob das Geld von Helbert stammt. Oder ob er illegal Bestechungsgelder bunkert, auf die er bei Bedarf zurückgreifen kann. Also das muntert mich jetzt nicht auf. Die wichtigste Frage ist doch, wenn Frau Becker dahinter steckt, woher hätte sie 200.000 Euro? Und warum wäre es ihr so viel Geld wert, dich fertig zu machen? Verstehe. Mich kann man also nicht nur als Flirtvorwand und Insiderquelle ausnutzen, sondern jetzt auch noch als Computerexpertin? Um einen Unschuldigen vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Daten auf der Festplatte können ihn vielleicht entlasten. Zwei Fragen. Wieso habt ihr Zugang zu dem Computer dieser Kollegin? Und wieso ist der kaputt? Ecki zahlt dir 100 Euro, wenn du uns hilfst. 200. Gut. Moment. Je nach Aufwand könnte das allerdings noch mehr werden. Ja. Was? Ja. Chef, nicht jetzt. Ich bin mitten in einer Observierung. Hier. Merle. Das muss mein Chef gewesen sein. Der hat gleich gesagt, er will die Sache so richtig auswalzen. Ja, noch ein Grund mehr, uns zu helfen. Sehr gut. Für 300 Euro mache ich das. 200. Okay. Aber dann will ich ein Exklusivinterview mit eurem Freund Manni, wenn das alles aufgeklärt ist. Wenn du dafür sorgst, dass dein Chef keine weiteren Geschichten über ihn veröffentlicht. Chef, wann konnten Sie sich jemals nicht auf mich verlassen? Ich folge Merle wie ein Schatten. Und Wilsberg und Talkötter können mich auch nicht davon abhalten. Ich melde mich wieder. Tag. Spät dran. Verschlafen. Irgendwas passiert? Ich hoffe, ich habe gestern nicht so viel geredet. Natürlich nicht. Ich sollte wirklich nicht so viel trinken. Das mit deiner Nichte geht übrigens klar. Meiner was? Ach, Merle. Ja, klar. Ich habe natürlich sofort mit der Personalabteilung gesprochen. Die erwarten Sie gleich morgen früh. Ach, danke. Super, ich sag's dir dann gleich. Stimmt was nicht? Doch, doch. Oh. Half. Hallo. Tag. Steht dir übrigens gut, der Anzug. Obwohl ich ja sonst eher auf lässigere Klamotten stehe. Ich trage sonst eigentlich gar keine Anzüge.
Aber weißt du, vor ein paar Tagen habe ich einen Freund von mir getroffen und der ist karrieremäßig so richtig durchgestartet. Und da hast du gedacht, du kannst nicht mithalten, oder was? Ich musste auf jeden Fall mal wieder drüber nachdenken, warum ich so bin, wie ich bin. Solche Gedanken hat sich mein Ex nie gemacht. Fuhr ein dickes Auto, hat immer die teuersten Klamotten getragen. Gedacht, er könnte mich damit beeindrucken. War wohl ein Fehler. Oh ja. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Na? War irgendwas? Nö. Hast du irgendwas Neues? Frau Becker ist nicht zum Dienst erschienen. Und telefonisch ist sie auch nicht erreichbar. Ausgerechnet jetzt, wo Manni aus dem Weg geräumt wurde. Macht keinen Sinn, oder? Haben Sie schon was rausgefunden? Ihr habt ja gar nichts mehr von Ihnen gehört. Nein, es gibt leider nichts Neues. Ach, finden Sie, der Bielefelder Blick veranstaltet eine Hexenjagd auf mich, weil ich angeblich Herrn Höch bestochen haben soll, um freie Bahn für mein Projekt zu bekommen. Und die Staatsanwaltschaft verlangt jetzt auch noch Einsicht in meine Konten. Ich kann jetzt nicht reden. Ich melde mich wieder. Moment mal, Herr Wilsberg, Sie können mich doch nicht einfach so... Scheiße! Die Daten auf der Festplatte zu 90% retten können. Gut. Aber das wird Tage dauern, bis ihr den ganzen Kram durchgeschaut habt. Such doch mal nach Bielefeld 23. Ein organisatorischer Bürokram. Hm. Vielleicht war es ja doch nicht Margot Becker, die mir das Memo zugeschickt hat. Oder sie hat sofort wieder gelöscht, damit man ihr nichts nachweisen kann. Ja, in den Mails ist auch nichts, was irgendwie erklären würde, warum sie verschwunden ist. Such mal nach Manfred Höch. Eins muss man ihnen lassen. Sie geben nie auf. Der E-Mail-Verkehr der beiden ist ziemlich förmlich. Na, vielleicht mit Absicht. Wie lief das zwischen denen? Geh noch mal da oben hin. Hm? Die E-Mail da oben. Das ist keine Mail, das ist eine Terminerinnerung. Wo habe ich das schon mal gesehen? Auf dem Zettel am Monitor in Beckers Büro. SPBG? Ist das ein Club oder irgendein Restaurant? SPBG. Sparrenburg. SPBG Sparrenburg. MI 23, Mittwoch 23 Uhr. Ja, wenn ihr euch beeilt, könnt ihr das noch schaffen.
Danke, Merle. Ja, und mich vorher noch bezahlt. Hallo? Ja, das hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal nachts durch Bielefeld laufe, weil ausgerechnet Manni eine verhängnisvolle Affäre hat. Wieso denn jetzt ausgerechnet Manni? Ja, Manni, der große Verführer, oder wie? Bist du jetzt darauf auch noch eifersüchtig? Wie auch noch darauf? Vergiss es. Ich hätte längst Abteilungsleiter sein können oder irgendein Chef, wenn ich gewollt hätte. Und mit Frauen hatte ich auch nie irgendein Problem. Nie? Schon vergessen? Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon verheiratet. Ja. Aber dafür fühle ich mich einfach noch zu jung. Ich mich auch. So siehst du mich also. Wieso? Na, so wie alle. Ich bin halt nur der nette, harmlose Langweiler, der nach Steuern fahndet. Du fahndest auch nach Verbrechern. Ja, so wie Manni früher. Aber will ich so enden? Arbeitslos, unglücklich? Höchste Zeit, mein Leben zu ändern und rauszufinden, was noch so in mir steckt. Zum Beispiel, wie ich... Du sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Klar. Ist das? Margot Becker. Guten Abend, Frau Becker. Entschuldigung, gehört das schon zum Bielefelder Krimi-Dinner? Stehen geblieben. Wenn Sie nicht wollen, dass die Aufnahmen sofort bei der Polizei landen, dann sagen Sie uns, was Sie wollen und wer Sie geschickt hat. Was soll denn das? Du bleibst hier, Freundchen, ist das klar? Hey, das ist... Au, au! Was ist los? Loslassen, aber Flotti. Sonst was? Es reicht ein Good Guy, um einen Bad Guy zu stoppen. Mission accomplished. Danke. Bitte. Ja, was denn? Glauben Sie wirklich, dass ich hier mit meiner Dienstwaffe rumlaufe? Wir sind in Ostwestfalen und nicht in Münster. Wir sind überall sehr effektiv, Overbeck. In Ostwestfalen und in Westwestfalen. Da haben Sie verdammt recht. Wenn ich Ihnen nicht gefolgt wäre, dann hätte das hier nämlich ganz schön übel für Sie enden können. So, und jetzt erzählen Sie mir mal, was hier los ist. Das wüssten wir selber gern. Wen wollte Becker hier treffen? Wer ist Becker? Und wer hat diese Mutanten hergeschickt? Mutanten? Auf jeden Fall jemand, der Becker aus dem Verkehr ziehen wollte. Wer ist Becker? Wo ist Becker jetzt? Wer? Alles im Griff, Chef. Echt? Merle geht's gut, wirklich. Ich bin jetzt nur noch an der Sache dran. Sie wissen ja, wenn man Wilsberg und Thalgötter nur eine Sekunde aus den Augen lässt, dann... Ja? Hey! Ich ruf zurück. Und du hast wirklich keine Ahnung, mit wem Margot Becker sich auf der Sparrenburg gestern Abend treffen wollte? Nein. Warum hast du uns nicht gesagt, dass du was mit ihr hast? Ich hab nichts mehr mit ihr. Das mit Margot und mir, das ist schon Monate her. Die nehmen ihre Drogen lieber allein. Wir haben nie Drogen genommen. Naja. Offenbar versucht hier jemand nicht nur meinen Ruf kaputt zu machen, sondern auch noch Margots. Bisher hast du immer gesagt, sie ist an allem schuld. Da habe ich mich wohl geirrt, dass sie dieses Foto immer noch als Lesezeichen benutzt. Manni, wenn du uns irgendwas verschweigst... Ich schwöre euch, ihr wisst jetzt alles. Ah, Tick, Trick und Track sitzen schon wieder nett beisammen. Na, da kuscheln wir uns doch mal dazu und schauen uns ein hübsches Video an.
Wird man jetzt schon überall gefilmt? So weit sind wir also? Ja, Bielefeld ist wie London. Nur wollen wir uns wirtschaftlich nicht selber zugrunde richten. Worum ging's denn da? Sie haben sie bedroht. Nein, ich... Sie waren wütend, weil sie glaubten, dass Frau Becker ihre Karriere zerstört hat. Es sah nun mal danach aus. Und dass gerade Margot mir all das antun musste... Gerade Margot? Und nach dieser Auseinandersetzung ist sie rätselhafterweise verschwunden. Wir haben sie gestern Abend noch gesehen. Doch nicht etwa, als sie ihre Leiche entsorgt haben, weil ihr Freund durch seinen Aufenthalt hier verhindert war. Was unterstellen Sie mir denn hier? Können Sie beweisen, dass Sie Margot Becker gesehen haben? Dankeschön. Wenn die Schlägertypen Frau Becker vor uns finden und ihr was antun, dann wird man das Mann in die Schuhe schieben. Meinst du, Elbert hat die Typen geschickt? Ja. Margot Becker war ja schließlich von Anfang an gegen Bielefeld 23. Wenn er versucht, sein Projekt noch mal durchzudrücken, dann steht sie ihm im Weg. Elbert. Sie? Nein, 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 ich hätte nur nicht gedacht, dass... Moment mal, wir können doch über alles reden. Ich bin mir sicher, dass wir eine gemeinsame Lösung finden werden. Ja. Jetzt beruhig dich doch. Wilsberg und Ecki helfen bloß einem Freund. Wem genau? Warum? Was hast du damit zu tun? Jetzt hör doch auf. Das ist obsessives Verhalten, Overbeck. Ich habe gestern Nacht mein Leben für die zwei riskiert. Weißt du eigentlich, wie sich eine histrionische Persönlichkeitsstörung äußert? Die Typen hätten die sonst umgebracht. Durch Übertreibung, theatralisches Verhalten, Tendenz zur Dramatisierung. Ich verstehe wirklich nicht, warum die beiden nicht mich um Hilfe bitten. Es gibt schließlich niemanden, der größeres kriminalistisches Know-how zu bieten hat als ich. Ständiges Verlangen nach Anerkennung, der Wunsch, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Ach, jetzt hör doch auf mit deinem Erstsemester Psychologie-Quatsch. Verdammt nochmal, ich dachte, du stehst auf meiner Seite. Aber bitte? Ich finde auch alleine raus, was hier läuft. Außerdem erhöhte Kränkbarkeit. Kommen Sie, hören Sie doch auf, das ist doch alles lächerlich. Für wen halten Sie mich? Sie wollen Bielefeld 23 um jeden Preis. Und Sie wissen, dass ich das verhindern würde. Überraschung. Ich habe niemanden zu Spartenburg geschickt, um Sie zu beseitigen. Und Sie? Warum waren Sie überhaupt dort? Was? Sie waren auch da? Wichtig ist doch, warum waren Sie da? Ich habe einen Anruf bekommen. Jemand wollte mir Informationen zuspielen, die Manny, Herrn Höch, entlasten könnten. Per E-Mail bekam ich dann Ort und Zeit des Treffens. Moment mal. Herr Höch hat immer gesagt, Sie könnten ihn nicht ausstehen. Das war ja nicht immer so. Woher wissen Sie das? Es gibt ein Foto. In Ihrer Wohnung. Und Kokain. Was? Was? Entscheidend ist doch, dass Sie überhaupt noch am Leben sind. Drecksage glaubt, dass Manny Sie auf dem Gewissen hat. Warum waren Sie nach dem Vorfall nicht gleich bei der Polizei? Na, was hätte ich denen denn sagen sollen, dass mir da drei Typen aufgelauert haben? Ich wollte erst sein Geständnis. Bitte? Ach, zeichnen Sie das Gespräch deswegen auf. Nochmal, für beide. Ich habe nichts zu gestehen, ich bin kein Verbrecher. Und ich wollte Herrn Hirsch nie schaden. Ich bin bloß gegen Bielefeld 23. Haben Sie deshalb das Memo mit den Falschinformationen an den Bielefelder Blick geschickt? Hä? Was soll ich getan haben? Hallo?
Ecki. Ines. Was machst du denn hier? Ich hab... Spionierst du etwa hinter meinem Rücken? Das hätte ich mir ja denken können. Von wegen Ludgeri Consulting. Du bist doch von der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei oder sowas. Nein. Achso, glaubst du, ich wollte den Ruf von meinem Chef zerstören? Oder glaubst du, ich habe was mit dem Verschwinden meiner Kollegin zu tun? Nein. Ich gib's zu. Ich mochte meinen Chef nicht. Und ich halte Margot Becker für eine intrigante Schnepfe, die mich nie für voll genommen hat, weil ich ja nur Sekretärin bin. Aber damit das klar ist, ja, ich habe zwar den Kaffee gekocht, den Herr Hörch an dem Morgen getrunken hat, aber ich habe da nichts reingemischt. Gut. Lückewille ging's nämlich prima und er hat auch von dem Kaffee getrunken. Lückewille? Ist der Pförtner. Der war an dem Morgen kurz hier und hat eine neue Schlüsselkarte für Herrn Hörch gebracht. War der kurz allein in Mannis Büro? Nein. Doch. Weil ich habe dem eine Tasse aus der Flurküche geholt. Dann habe ich ihm gesagt, er soll die Karte schon mal auf den Schreibtisch legen. Und Mannis Tasse stand die ganze Zeit auf seinem Tisch? Nein. Aber ein Glas Wasser. Ah, auch mal wieder da. Ja, und schon gleich wieder weg. Wohin? Geld verdienen. Womit? Das willst du nicht wissen. Doch gar nicht. Und? Mann, Georg. Schon was gefunden? Der Lückewille hat einen interessanten Freundeskreis. Hier, guck mal, der Typ ist unter Freunden markiert. Björn Tilka. Steht auch eine Telefonnummer? Noch besser. Eine Adresse. Oh, nee. Mund zu lassen, umdrehen und gar nicht erst. Kommissar Drecksage, wie ich höre, ermitteln Sie im Fall Manfred Hörch? Den habe ich längst abgeschlossen. Ach, wirklich? Na, dann arbeitet man hier in Bielefeld aber verdammt schlampig. Jetzt hören Sie mal zu, Sie Klappspaten. Das ist hier nicht das Idiotenmeldeamt. Und wenn Sie es noch mal wagen... Ich mein's doch nur gut. Schließlich habe ich ihn auch schon unterschätzt. Von wem zum Henker reden Sie? Wilsberg. Und wenn Ihnen Ihre Karriere lieb ist, dann sollten Sie besser mit mir zusammenarbeiten. Wie viel Geld hast du noch bei dir? Wofür soll ich jetzt wieder blechen? Um Lückewilles Freund zum Reden zu bringen, reicht dein imposanter Körperbau vielleicht nicht aus. Na, was sagt man dazu? Zurückhaltung von Informationen, Behinderung der Ermittlungsarbeit, schon fast Verdunklungsgefahr oder Beihilfe zu einem Verbrechen? Sein Übereifer wirkt also ansteckend, ja? Ich habe Kommissar Dreckshage bloß alles erzählt, was ich weiß. Das ging ja dann schnell. Der Rest war reine Routine. Ja. Ich habe Tilka in der Verbrecherdatei identifiziert und da stand auch sein jetziger Arbeitsplatz. Sie sorgen lieber dafür, dass die Münsteraner Stadtmusikanten sich nicht verschüssen. Sorry, aber bei dem Teilzeit-Tarzan da brauchen Sie doch Verstärkung. Bis die da ist.
Kann ich nicht warten. Da haben Sie es ihm aber gegeben. Anna Springer wäre stolz auf Sie. Bist du ein kleiner Wicht? Hi. Overbeck. Ja, was? Ich habe keine Waffe. Sind Sie bescheuert oder was? Endlich. Hab mich schon gewundert, wo Sie bleiben. Dass Sie mir in den Rücken fallen, das war ja mal wieder so klar. Wer hat denn hier ohne Grund seine Dienstpistole abgefeuert? Auf offener Straße. Hab doch niemand getroffen? Weil ich eingegriffen habe? Ja, dann können Sie ja zusammen das Ablaufprotokoll schreiben. Wären Sie den Fall alleine zu Ende bringen, oder wie? Sie haben den Chef gehört. Schreibtischarbeit in den nächsten 4 Wochen. Dann ist das Risiko nicht so hoch, dass Sie doch noch jemanden erschießen. Also, wenn meine Assistentin so mit mir reden würde. Zum Glück haben Sie eine Chefin. Die weiß übrigens schon Bescheid, dass Sie in unsere Ermittlungen reinfuschen. Sie wird sich noch überlegen, wie die angemessene Strafmaßnahme für Sie aussehen wird. Haben Sie denn schon mit der Befragung Tilkas begonnen? Er bestreitet, Sie in der Nacht angegriffen zu haben. Und was ist mit Margot Becker? Die kann unsere Aussage bestätigen. Das hat sie auch getan. Aber ihre Aussage ist anzweifelbar. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse in der Nacht. Mhm. Wichtiger ist, Tilka hat ein Alibi. Von wem? Seinem Freund Lückewille. Ach. Auf Lückewilles Handy, was sie beide rein zufällig dabei hatten, konnte ich leider auch nichts finden, was ihn oder Tilka belastet. Und damit ist die Sache für Sie erledigt? Selbst die engsten Freunde wissen nicht immer, was der andere im Schilde führt. Gerade Sie müssten das doch verstehen. Der Verdacht auf Bestechung ist doch nicht vom Tisch. Mein Ruf ist also immer noch zerstört. Oh, willst du dich jetzt etwa noch beschweren, von wegen, wir hätten zu wenig für dich getan? Immerhin stehst du nicht mehr unter Mordverdacht und darfst endlich nach Hause. Ja. Weil ich für dich ausgesagt habe. Margot. Manni. Was soll das? Für die Website von Bielefelder Blick. Also, das ist doch wirklich das Aller. Das ist übrigens Merle, Annas Nichte. Schön, sie dich endlich mal kennenzulernen. Ich freue mich schon auf unser Exklusivinterview. Ja, genau. Was für ein Exklusivinterview? Erst wenn der Fall gelöst ist. Was vergessen? Das Pausenbrot? Lieblingskuli? Sie wollen doch nicht wirklich ohne mich weiter ermitteln, oder? Ich will gar nicht weiter ermitteln, weil es nichts zum Weiterermitteln gibt. Dass Sie so blauäugig sein können. Farbenblind sind Sie jetzt auch noch? Diese Münsteraner Pseudodetektive machen nichts als Ärger. Und mein Gefühl sagt mir... Sie haben ein Gefühl. Mein Gefühl sagt mir, dass wir etwas Entscheidendes übersehen haben. Dass Manfred Hölch von Anfang an schuldig war. Moment. Sie waren es doch, die daran gezweifelt hat. Ja, und ich habe meine Einschätzung korrigiert. Ich glaube, Sie ziehen hier nur eine Show ab. In Wahrheit verfolgen Sie eine heiße Spur. Aber das wollen Sie weder den Münsterpappnasen verraten, noch mir. Der Fall Manfred Hölch ist für mich abgeschlossen. Und Ihnen rate ich das Gleiche. Jetzt verstehe ich. Was? Sie wollen nichts weiter unternehmen? Und ich soll auch nicht. Nein, ich meine es absolut ernst. Natürlich. Etwas anderes dürfen Sie mir auch gar nicht sagen. Etwas anderes will ich Ihnen auch gar nicht sagen. Verdammt, Dreckshage. Reiten Sie sich nicht noch weiter in das Schlamassel rein. Das sagen Sie immer.
Ich habe von Anfang an gesagt, bei diesem Projekt gibt's nur Ärger. Ein Einkaufszentrum bauen und dafür Behinderteneinrichtungen beseitigen. Genau, das war immer dein Problem. Sie hört mir nie zu. Ich habe Hellwart alle nötigen Auflagen abgerungen, damit die Behinderteneinrichtungen eben nicht beseitigt werden können. Also nochmal. Wer will Bielefeld 23 verhindern und ist dafür bereit, 200.000 Euro zu investieren? Vielleicht ein Konkurrent von Hellwart? Jemand, der auch so ein Projekt realisieren wollte? Aber geht jemand dafür das Risiko, ein Manni und Frau Becker auszuschalten? Vielleicht steckt ja jemand ganz anders dahinter. Eine Protestgruppe, die nicht nur Bielefeld 23 sabotiert, sondern grundsätzlich verhindern will, dass auf dem Raphael-Gelände etwas verändert wird. Aber weder Lücke, Wille noch Tilka machen irgendwie einen sozial- oder politisch engagierten Eindruck. Und was ist mit Ines? 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 Sie ist bei uns die Behindertenbeauftragte. Mir hat sie erzählt, dass Lücke, Wille kurz allein in deinem Büro war. Weshalb wir davon ausgehen, dass er die Droge in dein Wasserglas gemischt hat. Staraner Alpha Kevin. Jetzt geben Sie mal zur Abwechslung nicht den Hobbyclown, sondern hören wir gefälligst zu. Wir beide wollen doch dasselbe. Auch wenn uns niemand respektiert. Mich schon. So sind wir doch diejenigen, die diesen Fall aufklären werden. Und offenbar wollen auch Sie diesem Pförtner unter die Bettdecke schielen. Tja, wissen Sie, ich bin nicht das, was man gerade einen Teamplayer nennt. Auch ich bin eigentlich ein einsamer Wolf. Aber manchmal ist man eben im Rudel stärker. Ja, los, hinterher! Oder soll ich besser fahren? Ines, ich bin's, Ecki. Ruf mich bitte so schnell wie möglich zurück. Schade, dass nur Ihre Freunde die vollständige Seite sehen können. Tja, dann können wir da nicht dran. Darf ich mal? Sie bleiben hier. Sie wollen da rein und unnötige Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Nein, ich will da rein und rauskriegen, worüber die reden. Da ist nichts. Außer Ihrer Angst, dass ich etwas entdecke, was Sie nicht finden konnten? Hey! Was wollen Sie mir jetzt sagen? Dass es illegal ist? Nein, ich bin nur froh, wenn Sie mir die Straftat abnehmen. Da, da. Was sagen Sie jetzt? Overbeck! Achtung! Fortbildung neulich in Moskau. Echt? Ich habe einfach die Namen ihrer Katzen eingegeben. Du hast Ines noch nie gemocht, oder? Und du mochtest sie immer viel zu sehr. Aber dass sie den so sehr mochte. Hellwart. Wieso hat er dir nicht gesagt, dass er ein Verhältnis mit deiner Sekretärin hat? Aber über sie war er auf jeden Fall immer über alles informiert.
Auch über die Auflagen, die du ihm abgerungen hast. Moment mal, wozu hätte er dann die 200.000 auf mein Konto eingezahlt? Ich wollte sein Projekt bewilligen, er musste mich doch gar nicht bestechen. Na, aber vielleicht wollte er das noch. Um dich dann im nächsten Schritt dazu zu bewegen, die Auflagen wieder zurückzunehmen. Ja, aber wer hat die Drohung in Mannis Wasserglas getan und in Frau Beckers Wohnung deponiert? Darüber sollen wir mit Helbert sprechen. Sie hätten früher zu mir kommen sollen. Es hätte uns einiges erspart. Ich wusste nicht, ob ich Ihnen trauen soll. Gleichfalls. Nicht erschrecken. Oh. Einfach losfahren. Björn, verdammt nochmal! Augen nach vorne und ab geht's. Sieht ja nach einem längeren Urlaub aus. Wird ihm wohl zu stressig in Bielefeld. Glauben Sie wirklich, ich würde meine Firma aufgeben und mich ins Ausland absetzen? Ja. Zusammen mit jemandem, den Sie immer noch lieben? So wie Ines? Woher wissen Sie das? Dann ist es also wahr. Nein, nicht mehr. Während der Verhandlung zu Bielefeld 23 hat sie mich verlassen. Ach. Ja, sie dachte, ich hätte mich nur an sie herangemacht, um Informationen aus dem Bauamt zu kriegen. Und warum machen Sie jetzt die Biege? Plündern Sie die Konten der Firma, bevor der Konkursverwalter kommt? Nein. Was ist denn in der Tasche? Hören Sie, die Zukunft von Herrn Höch hängt davon jetzt genauso ab. Inwiefern? Ich habe einfach keine 2 Millionen Euro. Tut mir wirklich leid, dass ich dich vorgestern auf der Straße angeschrien habe. Ich dachte wirklich, du willst mich aus dem Weg schaffen, um Karriere zu machen. Dafür muss ich dich ja nicht aus dem Weg schaffen. Das ist mal wieder typisch. Du denkst immer... Du wärst besser als ich. Das ist überhaupt nicht wahr. Und Recht behalten. Musst du auch immer. Und warum fragst du dich immer noch, warum das mit uns beiden nicht geklappt hat? Weil ich... mich lieber mit dir streite, als allein zu sein. Kann ich reinkommen? Bitte. Hallo? Ach, Sie auch hier. Waren Sie nicht total verfeindet? Doch. Wie auch immer. Der Verdacht wegen Bestechlichkeit ist vom Tisch. Der Banker, bei dem das Konto eingerichtet wurde mit den 200.000 Euro, hat nicht Sie auf einem Foto wiedererkannt, sondern unseren Freund Björn Tilker. Damit bin ich also rehabilitiert. Und was ist mit deinem Drogenproblem? Was ist mit deinem Drogenproblem? Sie haben beide ein Drogenproblem? Eben nicht. Nicht bewegen. Einfach stillhalten und mich machen lassen. Bitte. Loslassen, sofort. Sonst endet das hier wie in Bad Oeynhausen. Ich wollte damals niemandem wehtun und jetzt möchte ich das auch nicht. Aber manchmal, da geht es mit mir einfach so durch. Kennen Sie das nicht? Doch. Also entspannen Sie sich und vertrauen mir. Halt! Warten Sie! Haben Sie nicht von Anfang an gesagt, dass Sie erpresst werden? Ich wollte Bielefeld 23 unbedingt. Und da ich nicht wusste, wer aus dem Bauamt die 200.000 Euro erpressen wollte, dachte ich, ich zahle sie lieber, damit ich freie Bahn für mein Projekt bekomme. Und wem haben Sie die 200.000 gegeben?
Ich habe das Geld in der Spangenburg deponiert. Danach schien auch alles gut zu sein. Bis Herr Höch mit Rogenkoller im Gefängnis landete und die Presse davon Wind bekam. Dann hat die Staatsanwaltschaft meine 200.000 Euro auf Herrn Höchs Konto gefunden. Wer hätte mir da noch geglaubt, dass ich ihn nicht bestochen habe? Sie wurden also reingelegt, um danach richtig erpressbar zu sein. Sie wollen jetzt 2 Millionen von mir. Wer steckt dahinter? Ich weiß nicht. Geben Sie mir Ihre Waffe. Was? Ihre Waffe. Das kann auch nicht Ihre ganze Strategie gewesen sein. Und jetzt? Jetzt tricksen wir die Trickser aus. Versuch's lieber nicht. Björn würde sofort schießen. Sie bringen uns doch sowieso um. Unsinn. Wir brauchen jemanden, dem wir das Ganze anhängen können. Wieso wir? Ach was. Hast du Knut echt abgenommen, dass er mit dir zusammen zur Polizei will? Aber ich dachte, er will uns beiden alles in die Schuhe schieben. Sorry. Ich schieb lieber dir alles in die Schuhe. Das kommt davon, wenn man heutzutage so gutgläubig ist. Immer schön aufpassen. Aber ich habe Herrn Höch doch keine Drogen untergejubelt. Ich habe auch sonst nichts gemacht. Ich weiß. Aber die Polizei nicht. Und bis die dahinter kommt, liegen wir längst an irgendeinem Strand und genießen unser Leben. Ja, bis einer den anderen verrät. Wir sind beste Freunde. Das haben schon viele gedacht. Aber wenn dann auch noch Geld ins Spiel kommt... Klappe! Ich bin mir sicher, dafür hat Ihr Freund längst einen Plan. Schnauze, verdammt! Die will dich bloß verunsichern. Das schafft niemand. Okay. Ich komme von der einen Seite, Sie von der anderen. Und dann überwältigen Sie den bewaffneten Kerl mit der geballten Kraft Ihrer gesamten Unvernunft. Dafür habe ich ja Sie. Zusammen haben wir etwas Entscheidendes auf unserer Seite. Das Ö. Ja? Über. Überra. Überraschung. Moment, haben Sie die Frau da drin vergessen? Die halten Sie offensichtlich als Geisel. Deswegen müssen wir die auch retten. Jetzt hören Sie mir mal zu, Sie Flachpinsel. Worauf wollen Sie denn warten? Auf Verstärkung. Na bitte. Wer ist das? Das Geld. Geh und sag's ein. Ich? Ich vertraue dir. Offensichtlich hast du keinen Bock mehr, Hausmeister zu sein. Pförtner macht anscheinend auf Dauer auch keinen Spaß. Ich hab gewusst, dieser Wilsberg steckt damit drin. Der will mir nur wieder zuvorkommen. Aber diesmal komme ich ihm in die Quere. Hey! Was macht ihr denn hier? Mein Gott, womit habe ich das nur verdient? Du hast sehen das. Und ich werde sie retten. Im Moment bin ich der einzig zuständige Polizist hier. Also. Sie haben Innendienst und Sie sind aus Münster. Los jetzt! Her mit dem Geld! Glauben Sie wirklich, Sie kriegen was davon ab? Hä? Tilka muss die 2 Millionen nicht nur mit Ihnen teilen, sondern auch mit seinen beiden Freunden. Welche beiden Freunde? Die zwei, die uns auf der Sparrenburg aufgelauert haben. Oder zieht er inzwischen jeden über den Tisch? Thank you.
Was sagt man dazu? Fast wie in Münster. Tja, gut, dass ich eingegriffen habe. Gut, dass ich eingegriffen habe. Sie denken wohl auch, Sie sind der coolste Kommissar. Hm? Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich verhindert, dass auch nur einer von Ihnen eingreift. Nächstes Mal. Nächstes Mal, Obi, sagst du bitte Bescheid, bevor du nach Bielefeld kommst. Gute Idee. So eine Evakuierung braucht schließlich Zeit. Ja, Chef? Wie, ich soll Sie aus der Kur abholen? Bin ich neuerdings Ihr Taxifahrer oder was? Nein. Also seine Chefin würde ich gern mal kennenlernen. Hört sich an, als würden wir uns bestens verstehen. Ja, bin auf dem Weg. Wo ist sie denn in Chur? Bad Oeynhausen. Na dann. Ach, bevor ich vergesse. Dass ich das noch erleben darf. Menschen können sich eben doch ändern. Wieso denn ändern? Ich gebe Autoschlüssel immer zurück. Irgendwann. Darf ich dich noch zum Essen einladen, Georg? Dich natürlich auch. Nein, danke. Warum nicht? Du wolltest doch so schnell wie möglich nach Münster zurück. Jetzt, wo wir den Fall gelöst haben, können wir uns endlich entspannen. Stunde mehr oder weniger in Bielefeld. Also gut. Magst du immer noch so gerne Linguini? Witzig.